Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum die Grünen und viele andere scheinbar irrsinnige Positionen vertreten, die ihren eigenen Interessen widersprechen und warum sie so aggressiv gegenüber der AfD und anderen Bürgerlichen eingestellt sind. Es ist nichts Persönliches. Sie haben nichts gegen die Leute persönlich. Es geht um Positionen. Und jeder, der ihnen im Weg steht, bestimmte Positionen durchzubringen, der wird fertig gemacht. Warum ist das so? Wir müssen sehen, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Talente haben. Es gibt Sportler, Wissenschaftler und es gibt Leute, die sind sozial gut. In unterschiedlicher Hinsicht. Das klingt jetzt erstmal positiv, aber man kann zum Beispiel auch sozial gut darin sein, andere zu mobben. Diese unterschiedlichen Eigenschaften haben den Menschen bzw. den Genen zum Erfolg geholfen. Man darf nicht den Menschen betrachten, um Erklärungen zu finden, sondern man muss die Gene betrachten. Alle Gene, die heutzutage auftreten, bei jedem Lebewesen, waren erfolgreich in der Vergangenheit. Gene, die nicht erfolgreich waren, gibt es nicht. Das heißt, alle Eigenschaften, die wir heute sehen, bei unterschiedlichen Lebewesen, haben zum Erfolg geführt. Wie aber unterschiedliche Pflanzen unterschiedliche Klimazonen bevorzugen, weil sie besser daran angepasst sind, um erfolgreich zu sein, so wollen Menschen auch unterschiedliche Systeme haben, weil sie in einem anderen System erfolgreicher sind. Die Grünen pushen den Islam indirekt. Sie wollen den Islam gedeihen lassen. Dazu werden alle islamischen Gewalttaten heruntergespielt und Leute aus dem Kulturraum besonders herzlich aufgenommen. Das ist einfach Fakt. Und vor allen Dingen unkontrolliert. Das heißt, hier können unkontrolliert Leute mit der islamischen Ideologie reinkommen, die mit Demokratie nichts im Sinn haben. Verbrechen, die im Namen des Islam geschehen, werden heruntergespielt. Die Gefährlichkeit des Islams ist bekannt, schon seit langem. Philosophen wussten das, Politiker wussten das. Und heute wird so getan, der Islam sei ganz normal. Wenn man in die Länder guckt, in denen der Islam vorherrscht, so sieht man, Gewalt und Unterdrückung sind an der Tagesordnung. Religionsfreiheit gibt es nicht, es gibt nur den Islam. Das heißt, wenn die Grünen von Buntheit reden, dann täuschen sie. Wenn sie den Islam pushen, indem sie Kritik an ihm probieren zu ersticken, dann sind sie nicht für Buntheit. Warum aber wollen die Grünen den Islam pushen? Es widerspricht auch ihren Interessen. Scheinbar zunächst. Wir alle haben normal das Interesse von Wohlstand und einem friedlichen Zusammenleben, weil dann können wir Kinder zur Welt bringen und unsere Gene weitergeben. Das ist erfolgreich. Weil wir alle ein schönes Leben haben wollen, sind wir es gewohnt. Klar, alle wollen das. Wir haben vielleicht nur unterschiedliche Überzeugungen, wie man dahin kommt. Es ist aber so, dass den Grünen bekannt sein muss, dass der Islam gefährlich ist. Und sie wollen den Systemumsturz. Dass sie das wollen, erscheint mir relativ eindeutig. Aber warum wollen sie das, wenn es doch ihren Wohlstand gefährdet und die grünen Frauen, das wären doch die Ersten, die Probleme hätten. Diese Leute haben andere Interessen. Schauen wir uns eine Karin Göring-Eckardt an oder eine Claudia Roth. Sie haben ihr Studium nicht abgeschlossen, sondern abgebrochen. Schauen wir uns im Vergleich einen Curio oder einen Meuthen an, oder die sind alle Professoren. In der AfD sind vorwiegend Professoren und im Bürgertum sind vorwiegend Leute vertreten, die beruflich erfolgreich sind. Es sind Leute, denen es in diesem System gut geht, weil sie begabt sind, ihre Arbeit zu machen, ihre Forschung zu machen, sie sind gute Wissenschaftler und sie können ungestört ihre Stärken ausspielen. Ich sage es jetzt mal, es ist jetzt reine Mutmaßung, aber eine Karin Göring-Eckardt oder eine Claudia Roth, die fühlen sich vielleicht, die können ihre Stärken vielleicht in diesem System nicht optimal ausspielen. Sie könnten es vielleicht in einer Anarchie oder in einer Diktatur, könnten sie ihre Vorteile besser ausspielen. Das heißt, sie könnten ihre Gene dadurch pushen, indem sie die anderen wegboppen und verdrängen. Das ist jetzt, dass es jetzt Claudia Roth sind und Karin Göring-Eckardt, das ist jetzt mal nur als Beispiel.
Das könnte man jede beliebige Person nehmen. Es ist ja nur eine reine Mutmaßung. Aber es ist ja offensichtlich, wie die eine Pflanze die Tropen bevorzugt, die andere Pflanze ein anderes Klima. So ist es natürlich logisch, dass die Menschen in unterschiedlichen Systemen ihre Stärken unterschiedlich ausspielen können. Wir kennen ja alle die Mobber in der Schule. Sie sind gut darin zu mobben und das beste Rezept ist es, sich von ihnen fernzuhalten. Wenn man sich von ihnen fernhält, dann können sie einen nicht mobben und man kann sein gutes Leben leben und sich auf seine Stärken konzentrieren. Weil man selber nicht daran gut ist, andere fertig zu machen. Deswegen ist es am klügsten, gewissen Leuten aus dem Weg zu gehen. Dadurch hat sich ja vielleicht auch diese Menschenangst oder Schüchternheit ausgeprägt. Weil man intuitiv weiß, es ist besser, anderen Menschen aus dem Weg zu gehen und Menschen können gefährlich sein. Umgekehrt suchen aber natürlich die Mobber Opfer und fühlen sich wohl, wenn sie mobben können. Wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern an die 90er Jahre. Die Stimmung in den Medien war schlecht. Es war immer Weltuntergangsstimmung und man fand die Realität trist. Es war irgendwie immer alles irgendwie doof. Ich weiß nicht, ob die Älteren können sich da vielleicht noch daran zurückerinnern. Kohl war doof, überhaupt die Politiker waren alle doof und irgendwie war alles doof. Heute haben wir die größte Harmonie. Sie alle schlagen auf die AfD ein und man sieht, wie sich Anne Will freut, wie sie sich alle freuen, wie sie gut drauf sind. Sie sind in bester Harmonie und fühlen sich gut. Und auch wenn man diese Fotos sieht aus den KZs, die Leute, die Wärter, diese SS-Leute, die waren glücklich, weil sie haben gespürt, die anderen sterben, wir nicht. Wir sind jetzt im Aufwind. Uns geht es gut, weil es den anderen schlecht geht. Das ist alles unterbewusst gesteuert. Es ist einfach naheliegend. Unterschiedliche Talente kommen in unterschiedlichen Systemen unterschiedlich gut zur Geltung. Das heißt, wenn diese Leute spüren, aha, jetzt können wir mobben, jetzt können wir hier die Oberhand gewinnen, dann spüren sie den Auftrieb, den sie haben. Und Leute wie Gauland oder viele andere, die verstehen das nicht, was ich in der Pressekonferenz gemerkt habe. Eine Frage an Herrn Gauland. Sie haben vorhin gesagt, wir müssen alle ein bisschen mehr abrüsten. Wo sehen Sie den Fehler bei sich? Sie wissen, dass wir ein paar Parteiausschussverfahren haben, dass es auch bei uns Menschen gibt, die sich anders benehmen, als das in einer demokratischen Partei sein sollte. Sie kennen diese Ausschlussverfahren. Sie wissen auch, wie schwierig das ist, weil das Parteiengesetz halt solche Möglichkeiten nicht so einfach eröffnet. Aber was ich mit Abrüstung gemeint habe, bezieht sich genau, wie Herr Kopalla das gesagt hat, inzwischen auch auf die anderen, die Konkurrenten und ich sage auch ganz offen auf die Medien. Denn ich betone das nochmal, was ich in den letzten Tagen in einem deutschen Leitmedium als Kommentar eines Herausgebers gelesen habe, hätte ich in der Bundesrepublik nicht für möglich gehalten. Wenn da keine Abrüstung geschieht, ich wüsste nicht, wie ich nach diesem Kommentar mit demjenigen, den ich sogar persönlich kenne, noch reden könnte. Wenn da nicht abgerüstet wird, dann weiß ich auch nicht, wie das mit der Demokratie in diesem Lande weitergeht. Das gilt natürlich auch für uns. Auch wir haben uns manchmal in der Wortwahl vergriffen. Das wissen Sie ja. Mein Vogelschiss war ein Fehler, dafür habe ich mich inzwischen 20 Mal entschuldigt. Das wird kaum zur Kenntnis genommen. Doch, es gibt Journalisten, die das zur Kenntnis nehmen. Ich will das offen sagen. Aber wenn ich dann manche Kommentare lesen muss, dann habe ich das Gefühl, da gibt es gar kein Gespräch mehr. Sondern wir werden in einer Richtung verortet, die mit Demokratie nichts mehr zu tun hat. Und ehrlich gesagt, ich bin ja nun noch etwas älter als Herr Nockemann, ich habe also noch erlebt die RAF-Auseinandersetzung. Manchmal denke ich, damals hat es für die sogenannten Unterstützer der RAF, die am Anfang die Idee hatten, dass das was gesellschaftlich Wichtiges ist, sozusagen für den Fortschritt, gab es in den Medien
na sagen wir, mehr differenzierte Kommentare als heute über uns. Das ist leider so. Und das meine ich auch mit Abrüstung. Wenn wir da nicht abrüsten, weiß ich auch nicht mehr, wie ein Gespräch zwischen uns möglich sein soll. Wenn ich als Mensch und als Politiker so verdammt werde, wie das in einigen Medien geschieht, dann kann ich auch nicht mehr reden. Was soll ich mit demjenigen noch reden? Und das ist mit Abrüstung gemeint. Man sieht hier, Gauland erscheint ratlos. Er sagt, ja, die Demokratie, wir müssen doch alle abrüsten, um die Demokratie zu schützen. Das ist doch blöd. Wir sollten alle abrüsten, wir wollen doch die Demokratie alle schützen. Wenn die Demokratie bestehen bleibt, dann geht es doch uns allen gut. Und da liegt er eben falsch, wenn die Demokratie weggeht. Oder jetzt, da geht es erstmal den AfD-Leuten schlecht. Den Grünen, denen geht es erstmal nicht schlecht, nur den AfD-Leuten. Und das ist den Grünen und den ganzen Leuten wichtig. Und umgekehrt, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, die ganzen, ich sag mal, AfD-Leute, das ist natürlich jetzt reduziert auf die AfD, aber sag ich mal, viele andere Leute, die haben im jetzigen System ihren Erfolg und die anderen fallen unter den Tisch, sagen, das heißt, die AfD-Leute und die anderen, die kegeln die anderen weg, ohne es zu merken. Also nehmen es die anderen jedenfalls wahr. Und jetzt haben die anderen die Gelegenheit, jetzt haben sie Oberwasser und deswegen sind sie so aggressiv und machen die AfD so fertig. Es ist Interesse gegen Interesse. Alle wollen ihre Gene weiterbringen, unterbewusst. Wir sagen nicht bewusst, wir wollen unsere Gene weiterbringen. Das tun wir unterbewusst. Ist unser gesamtes Handeln auf den Erfolg ausgerichtet. Weil nur deswegen gibt es uns ja, weil unsere Gene erfolgreich sind. Das heißt, wir haben hier Interesse gegen Interesse. Es gibt Leute, die haben den Interesse eines Systemumsturzes. Und wir wollen das aber nicht. Wir wollen die Demokratie behalten. Und was wir jetzt machen müssen, ist eben nicht ratlos zu sein, sondern diese Attacke zu akzeptieren, die Realität wahrzunehmen, wie sie ist, so traurig, dass wir hier eine Attacke haben und dass diese Leute uns attackieren und das System attackieren. Und wir müssen diese Attacke abwehren. Sie haben den Nachteil, sie müssen das heimlich machen. Sie können nicht offen sagen, wir wollen das System nicht. Sie probieren, uns einzulullen, glauben zu machen, sie wollten das System behalten. Sie seien die Demokraten. Das, durch Wiederholung wollen sie uns unterbewusst lähmen und uns das eintrichtern. Wir sollen nicht daran glauben, dass sie die Umstürzler sind, sondern sie framen die AfDler so. Und dass sie sich in der Verteidigungsposition befinden und gar nicht daran denken, dass die anderen eigentlich die sind, die das System umstürzen wollen. Mit allen möglichen Tricks, Propagandatricks, probieren sie unser Unterbewusstsein zu beeinflussen und unser Verhalten dahingehend zu manipulieren, dass wir uns nicht wehren. Wie eine Spinne, die ein Gift ins Opfer spritzt und es lähmen will, sodass es sich nicht wehrt. Und genau so probieren sie in unser Unterbewusstsein einzudringen, durch Propagandatricks, dass sie uns als Nazis framen, dass wir dann uns es irgendwie doof finden, sie Nazis zu nennen, obwohl es faktisch so ist und wir es sofort so sehen würden, wenn wir einfach logisch eins und eins zusammenzählen würden. Aber durch diese permanente Propaganda, die auf uns vor allen Dingen auch gerichtet ist. Man hat immer das Gefühl, wir sollen denken, die anderen, die normalen Bürger, die die anderen wählen, das sind die Opfer der Propaganda. Und wir stehen drüber, wir wissen alles. Wir haben verstanden, dass es blöd ist mit der Einwanderung. Und wir sind schlauer als die anderen. Sie wollen uns auch einlullen. Sie wollen unser Verstand lähmen, indem sie wollen erreichen, dass wir uns für schlau halten, dass wir erkannt haben, dass es so nicht gut ist mit der Einwanderung und mit dem Islam. Dann sollen wir jetzt denken, aha, das haben wir jetzt verstanden, wir sind jetzt schlauer als die anderen. Und indem wir denken, wir sind schlauer, sind wir träge und denken nicht mehr weiter. Das heißt, sie wollen verhindern, dass wir weiterdenken und merken, was sie spielen. Sie wollen uns davon abhalten, das zu denken. Und man merkt ja auch schon, wie sie sich für schlauer halten als wir. Wir sind die Trottel, die reingelegt werden, die AfDler, Leute wie Gauland, die denken, ja, die Demokratie ist in Gefahr, wir sind doch alle in Gefahr, was soll das denn, das ist doch alles traurig. Sie lachen sich darüber kaputt, dass ihre Attacke funktioniert. Und da sieht man auch, dass eben Göring Eckhardt und Roth und diese ganzen Leute, die können das. Die sind gut darin, unter Unterbewusstsein zu attackieren, die machen das intuitiv anscheinend. Und wir müssen das logisch nachzuvollziehen. Ich denke, unsere Stärke ist die Logik, dass wir das nachvollziehen können, intuitiv. Können wir das nicht. Wir machen das nicht intuitiv.
Wir müssen das logisch nachvollziehen und diese Attacke abwehren. Wir müssen uns immunisieren, indem wir die Dinge logisch analysieren und dadurch es auf uns nicht wirken lassen. Sie wollen, dass wir sie unterschätzen. Das heißt, jeder, der schreibt, ach, die dummen Grünen, die dummen so und so, da werden die anderen ermutigt, weil sie merken, okay, das klappt, was wir machen. Immer wenn Leute das Gefühl haben, ihre Strategie klappt, dann ermuntert es sie, sie weiterzumachen. Und was wir machen müssen, ist, diesen Leute demotivieren, ihre Strategie des Systemumsturzes zu verfolgen, indem sie merken, es funktioniert nicht. Wir fallen nicht drauf rein. Ich bin mir sicher, dass wenn die Leute merken, dass viele von uns, dass wir es verstanden haben, was sie spielen, nicht alle werden davon ablassen, aber für viele ist es dann nicht mehr lohnenswert. Es ist ja auch immer so eine, wie man abbiegt. Wenn es besonders einfach ist, wenn die AfD da sich besonders einfach zerstören lassen und der Systemumsturz und die Mobberei mit wenig Risiko verbunden ist, dann werden viele Leute es machen. Aber wenn viele Leute merken, okay, das klappt irgendwie nicht oder das ist riskant, das ist schwierig, dann lassen ganz viele Leute davon ab. Oder umso mehr Leute lassen davon ab. Natürlich nicht jeder. Die eingefleischten Leute, die werden immer weitermachen. Das sind vor allem die Leute, die hier die ganzen Patrioten-YouTuber gucken und trotzdem linksradikal hetzen. Die Leute, die werden wir nie überzeugen. Da brauchen wir überhaupt nicht, brauchen wir auch gar nicht probieren. Sondern natürlich in erster Linie müssen wir die verblendeten, wirklich verblendeten Leute oder die da nicht so tief drinstecken, die müssen wir dazu bringen, die Gefahr erstmal zu erkennen. Aber natürlich kann man vielleicht auch Leute demotivieren, wenn sie merken, wir haben es verstanden. Dann ist es viel schwieriger für sie. Wenn dann ihre ganzen Unterbewusstseinsattacken, wenn das nicht mehr verfängt, dadurch, dass wir es abwehren, weil wir es verstanden haben, dann ist die Motivation geringer. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.